Herzlich willkommen zu unserem Webinar Prima Global Challenges, Vermögensaufbau für Kinder nachhaltig und transparent. Wir sind jetzt gerade in der Einweihphase. Das System schaltet noch die verschiedenen Teilnehmer frei. Deshalb haben wir noch ein, zwei Minuten am Anfang zu überbrücken. Das Webinar heute Prima Global Challenges in Zusammenarbeit mit der Baloise. Der Prima Global Challenges ist ja ein nachhaltig weltweit investierender Aktienfonds. Die Nachhaltigkeit ist bei uns wieder neu ausgezeichnet mit dem FNG-Siegel 2023 ganz frisch hier mit 2 Sternen. Das heißt, wir haben ein sehr profundes Nachhaltigkeitssystem für den Prima Global Challenges. Und als ich neulich bei der Suscon war, einer Veranstaltung von Drescher und Sie, da hat es einen Vortrag gegeben, der hat das den Begriff Nachhaltigkeit ganz gut auf den Punkt gebracht. Und zwar mit der Begrifflichkeit enkeltauglich. Die Enkeltauglichkeit. Im Grunde genommen ist es immer so, wenn wir Dinge heute tun und überlegen, was machen wir, welche Auswirkungen hat das, was wir jetzt tun, für unsere Enkel. Und wenn wir da verantwortungsvoll handeln, dann sind wir eigentlich immer auf dem richtigen Weg, dann sind wir eigentlich immer nachhaltig unterwegs. Und genau diese Verbindung, das ist eine Verbindung, die wir dann ganz gerne halt auch im Rahmen mit der Baloise dann anbieten können. Wir sind neu bei der Baloise jetzt auch zu zeichnen mit dem Prima Global Challenges. Das heißt, Sie können tatsächlich eine Police für Kinder abschließen. Da wird dann der Stefan Münz als mein Co-Referent heute nachher im Nachgang an meine Präsentation noch darauf eingehen und Ihnen erklären, wie Sie den Prima Global Challenges in der Baloise anwählen können und welche Vorteile die Kombination von enkeltauglichem Fonds und dann der Baloise mit einem mit einer Police, die direkt eben für Enkel adressiert ist, welche Vorteile diese Kombination dann bietet. Vielleicht noch eine technische Sache vorab. Wenn Sie Fragen haben zu meinen Ausführungen oder auch zu dem von dem Stefan Münz, stellen Sie die gerne rechts im Chatfenster. Wir werden dann im Nachgang nochmal auf die Fragen eingehen und die Fragen dann einzeln beantworten. Jetzt sind wir mittlerweile schon so weit fortgeschritten, dass ich davon ausgehen kann, dass alle Teilnehmer dabei sind. Deshalb nochmal ganz kurz zu mir. Mein Name ist Jan-Peter Schott. Ich bin Geschäftsleiter von der Prima Fonds und bin von Haus aus Diplom-Forstwirt. Das heißt, dieses Thema Nachhaltigkeit ist mir ein Stück weit in die Wiege gelegt und wir sind auch gerade wieder erfreut, dass unser nachhaltiges Flaggschiff der Prima Global Challenges wiederum eine Auszeichnung erhalten hat vom FNG mit 2 Sternen. Also ein Fonds, der profunde Nachhaltigkeit in den Genen hat. Und damit kommen wir dann auch schon zur Agenda, die ich Ihnen heute mitgebracht habe. Zunächst mal möchte ich Ihnen so ein bisschen Hilfestellung bieten. Wenn Sie in der Kundenberatung sind, dann wissen Sie, dass viele Kunden das Thema Nachhaltigkeit jetzt schon selber anfangen nachzufragen. Warum glauben wir, dass Nachhaltigkeit ein Thema ist, was grundsätzlich im Fokus bleiben wird? Da gehe ich so ein bisschen auf ein paar Grundsätze zu dem Thema ein, um dann die Anlagephilosophie des Prima Global Challenges einmal kurz und knapp zusammenzufassen. Und dann gehen wir so ein bisschen in die Tiefe, gucken uns an, Fondsmanager, Nachhaltigkeitsresearch, den eigentlichen Investmentprozess und natürlich Performance-Check, was bringt denn das Ganze? Kontakt und Marketing, da haben wir auch noch das eine oder andere für Sie. Und dann würde ich übergeben an den Stefan Münz, der dann von der Baloise nochmal einen Teil beitragen wird, wie der Prima Global Challenges anzuwählen ist in dieser Police. Gut zu wissen, habe ich hier über diesen Slide geschrieben. Das ist ein neuer Slide, den wir Ihnen jetzt auch immer zeigen müssen. Das ist, hat was mit der Compliance zu tun. Formal ist das, was wir hier haben, eine Marketinganzeige und die weiteren Dokumente, über die Sie weitere Informationen bekommen können, über diese Fonds von der Prima, die finden Sie hier unter den angegebenen Links. Das ist natürlich ein relevantes Dokument, was wir Ihnen aktuell immer zeigen müssen. Und dann kommt auch schon gleich der Sprung von einem juristischen Dokument direkt in das Thema Nachhaltigkeit, in die Tiefe zum Thema Nachhaltigkeit. Hier sind lauter Linien dargestellt. Das sind alles Linien, wie wir sie an der Börse eigentlich ganz gerne sehen. Links unten, rechts oben. Wir haben hier die prominentesten Treibhausgase. Einmal das CO2. Das ist ganz links dargestellt. Dann das Methan und ein Stückchen weiter rechts das Lachgas. Das sind die drei prominentesten Treibhausgase, prominentesten deshalb, weil sie die größte Auswirkung haben auf das Klima. Die größte Auswirkung heißt dann in der Gesamtmenge. Sie sehen oben bei der Bezeichnung von dem CO2 419 Parts per Million und bei dem Methan sehen Sie 1110 ppb. Das sind Parts per Billion, also eine ganze Potenz geringer der Anteil. Aber eben halt auch ansteigend. Aber nun ist es halt so, dass Methan selber deutlich treibhausrelevanter ist.
in seiner, als Molekül, als es das CO2 ist. Das CO2 bleibt aber sehr lange in der Atmosphäre, bis zu 10.000 Jahre. Methan ist nach relativ kurzer Zeit aus der Atmosphäre draußen, hat aber eben über diesen Zeitraum gesehen eine deutlich höhere Auswirkung auf den Klimawandel, als es das CO2 hat. Lachgas ist dann nochmal deutlich niedriger. Aber Sie alle sehen, es ist halt deutlich ansteigend, die Kurven. Wir haben uns schon in den 1990er Jahren zusammengesetzt und festgestellt, dass wir eigentlich hier was eindämmen müssen. Das ist bisher halt nicht passiert. Und vielleicht noch ein Punkt, warum diese Grafiken alle auch in Zackenkurven dargestellt sind. Das hängt damit zusammen, dass die großen Landmassen auf der Erde, auf dem Erdball, auf der Nordhalbkugel liegen. Und immer wenn da Sommer ist, dann machen die Bäume Photosynthese und nehmen halt ganz viel CO2 aus der Atmosphäre auf. Dann sinkt wieder der durchschnittliche Gehalt auf der gesamten Welt ein Stück weit ab, um dann, wenn auf den großen Landmassen der Nordhalbkugel Laubfall ist, wenn der Herbst kommt, Zersetzung anfängt, dann wieder mehr CO2 in die Atmosphäre abzugeben. Man spricht in diesem Zusammenhang auch von dem Atem der Erde. Schönes Bild. Also die CO2-Kurve steigt in Zackenform an und bei Methan, Methan ist ja auch aus Zersetzungsprozessen, ist das ähnlich. Beim Lachgas sieht man es nicht ganz so deutlich, aber im Grundsatz auch. Gut, dann kommen wir jetzt noch zu dem nächsten Schritt, und zwar, dass die Drastik von Temperaturanomalien deutlich zunimmt. Hier haben wir ein Bild, wo wir sehen, dass wir im September, ich bin jetzt dieses Jahr im September 2022, in weiten Teilen Europas den kältesten September, den wir jemals gemessen hatten, haben. Das heißt also, in den baltischen Staaten war es deutlich zu kalt in diesem Oktober. Wir sehen dagegen Grönland links oben als dunkelroten Fleck. Da war es deutlich zu warm für den September. Und ich gehe mit meiner Präsentation gleich noch mal ein Stückchen weiter. Hier haben wir nochmal eine Betrachtung von Grönland und da gibt es diese Summit Station. Das ist diese Station, die auf dem höchsten Bereich des grönländischen Eisschilds sitzt. Und diese Hitze in Grönland hat halt zu einem extremen Schmelzereignis geführt. Wir sehen hier rechts dargestellt die Kurven, wie viel Schmelzwasser tatsächlich in Grönland abgeht von dem Eisschild. Und naturgemäß sind im Sommer da die höchsten Spitzen zu erwarten. Aber wir haben diesmal eine ganz extreme Septemberspitze. Und diese Meldung, dass jetzt im September außerordentlich viel Eis schmilzt in Grönland, die kam quasi zeitgleich mit einer wissenschaftlichen Studie. Das heißt, die Studie kam sogar ganz kurzes Stück vorher, dass man festgestellt hat, dass das grönländische Eisschild tatsächlich erheblich mehr beteiligt sein wird an dem Meeresspiegelanstieg bis zum Jahr 2100. Und zwar geht man hier von 25 Zentimeter Beitrag allein durch das grönländische Eisschild aus. Das ist also eine neue Erkenntnis. Und wie zu dieser Bestätigung dieser Erkenntnis hat dann das grönländische Eisschild dann auch diese Hitzewelle gesehen. Und diese Hitzewelle führt halt dazu, dass die Meeresspiegel ansteigen. Wir haben hier die alten Pegelstände, die natürlich noch über ganz normale Pegel gemessen worden sind. Wir sind dann irgendwann ab 2000, Sie sehen das in der roten Linie, ist es dann so, dass wir Satellitendaten haben und das schon sehr, sehr genau messen können. Und wir haben hier so um das Jahr 1960 so ein Plateau. Da fragt man sich, warum hat es da denn keinen Meeresspiegelanstieg gegeben? Und der Hauptgrund an der Stelle ist, dass in diesem Bereich viele große Länder, Aswan-Staudamm zum Beispiel, ist da gebaut worden, aber auch der Gelbe Fluss sind große Staudämme gebaut worden. Extrem große Staudammbauten haben stattgefunden, die zunächst ja mal erstmal Wasser zurückhalten, bis es dann das Staubecken gefüllt ist. Dann ist der Durchfluss wieder der gleiche und damit steigt dann halt auch der Meeresspiegel hinten raus wieder weiter an. Also der Meeresspiegelanstieg ist eingetreten. Der erste Teil, den wir quasi links auf der Grafik sehen, ist in erster Linie auf Erwärmung, thermische Erwärmung zurückzuführen. Ein großer Teil des Klimawandels, der Erderwärmung, ist ja von den Ozeanen aufgenommen worden. Warmes Wasser dehnt sich oder wenn das Wasser erwärmt wird, dehnt es sich aus und damit steigt natürlich der Meeresspiegel. Jetzt haben wir aber den Break-Even erreicht, dass tatsächlich der Hauptanteil des Meeresspiegelanstiegs nicht mehr die Meereswasserausdehnung ist, sondern tatsächlich Schmelzwasser, was von Land Greenland und Antarktis Ice Sheet, was dazu kommt. Die Bergesgletscher, also die Mountain Glaciers, die haben auch einen Beitrag, aber natürlich wesentlich geringer als Grönland oder Antarktis. Hier haben wir jetzt dann nochmal
ein Bild, ich habe das jetzt nochmal mitgebracht, weil das so drastisch ist in seiner Aussage. Für den 17. Oktober, das war dann in Europa, sehen Sie, ist es schon wieder warm. Der wärmste Oktober, den wir in Europa gemessen haben. Kälteste September in zumindest Osteuropa, den baltischen Staaten, jetzt der wärmste Oktober. Und in Grönland haben wir tatsächlich 24 Grad über dem langjährigen Durchschnitt. Also eine extreme Hitzewelle auf diesem Eisschild. Und dann hier nochmal das Bild aus Oktober, der wärmste Oktober seit Temperaturaufzeichnung. Jetzt ist es in den baltischen Staaten auch warm. Warum passiert das? Das Bild zeigt das nochmal sehr schön deutlich. Wir haben auf der Erde die großen Jetstreams. Das sind große Winde, die von Westen nach Osten wehen um den Erdball. Und solange wir eine große Temperaturdifferenz haben, von Polen zum Äquator, gehen die relativ gerade über die Erdoberfläche. Dadurch, dass diese Temperaturdifferenz aber nicht mehr so stark ist, fangen diese Winde an zu mäandern. Und man sieht dann hier gut links in der Grafik diese Ausbeulung nach links, nach unten. Jetzt ist es in Grönland dann am 27. Oktober schon wieder sehr viel kälter geworden. Okay, deutlich kälter als im Durchschnitt, während in Europa hier diese Wärmedom liegt, wo die heiße Luft aus Afrika eben bis weit nach Nordeuropa kommt und es dann halt viel zu warm ist und wir tatsächlich mit 20,4 Grad eine Tropennacht in Österreich haben und zwar in 1113 Meter Höhe auf dem Kolomansberg. Das hängt damit zusammen, dass die Jetstreams meandern. Also diese Wellenbewegung der Jetstreams ist durch einen geringeren Temperaturgradienten, als er früher war, entstanden. Und damit verschieben sich auch die Wettersysteme. Und wir sehen hier als nächsten Schritt, und das ist auch wieder ein Punkt zum Thema Nachhaltigkeit, ein Bild, ein Screenshot von dem Fraunhofer-Institut, wie viel eigentlich denn schon von erneuerbaren Energien beigetragen wird zu der Energieversorgung. Wir haben da Norwegen sehr deutlich, da sind wir sogar etwas über 100%, Schweden 81%. In Deutschland liegen wir ganz gut bei etwas über 50%. Frankreich, was ja sehr auf Atomstrom gesetzt hat, liegt bei 23,6% erneuerbare Energien. Und das ist jetzt nochmal eine Grafik, auch wieder vom Fraunhofer-Institut. Wir haben es jetzt erste Mal erreicht, dass wir in Deutschland tatsächlich 6 Monate über 50% bei der Stromerzeugung bei den erneuerbaren Energien lagen. Also wir sind auf einem guten Weg. Wir bauen die Erneuerbaren doch sehr stark aus. Und das sind natürlich Investmentgelegenheiten, wo wir als Investmentfonds gucken, dass wir zukünftige Themen adressieren können. Und das ist natürlich sowas wie jetzt die Energiewende, die vor uns steht. Dass sie nicht nur, oder andersrum muss ich hier sagen, wenn wir jetzt mal die Energiekosten angucken, müssen wir als Fondsgesellschaft, als Treuhänder mit dem Geld unserer Kunden ja immer sehr ideologiefrei auf die ganze Thematik gucken. Wir können uns das nicht leisten, ideologisch irgendwelche Techniken weiter zu betreiben, die längst sich nicht mehr rechnen. Und wir sehen links einmal dargestellt Wind, Onshore, Photovoltaik, Erdgas, Steinkohle, Braunkohle, Atomkraft. Was ist denn die Erzeugung mit neuen Stromkraftwerken, Großkraftwerken? Was kostet das? Und was sind denn die Folgekosten? Und wir sehen einfach unschlagbar günstig das Thema Wind und Photovoltaik. Rechts in der Grafik sieht man dann die Preisentwicklung für die Generation Costs in US-Dollar. Und da sieht man halt ganz deutlich, dass die Erneuerbaren einfach ganz stark im Sinken begriffen sind vom Preis, während zum Beispiel Nuklearstrom natürlich deutlich teurer wird. Frankreich hat ja mit dem Reaktor in Flamanville erlebt da ein Debakel, was die Kosten angeht. Da ist der Berliner Flughafen ein Witz dagegen. Und da muss man halt einfach sehen, wir müssen gucken, dass wir wirtschaftlich sinnvoll und klug handeln. Und das sind eben an dieser Stelle ganz deutlich die Erneuerbaren. Das Ganze ist durch die Ukraine-Krise noch ein bisschen verschärft. Wir haben ja in Deutschland gelegentlich so ein bisschen die Sorge, dass wir überhaupt gar nicht den Bedarf decken können. Wenn man jetzt einfach mal guckt, es ist jetzt nur ein theoretisches Konstrukt. Wenn wir hier das Bild sehen auf der linken Seite, rechts ist exemplarisch schon eine große Solaranlage, die in der Sahara steht, gezeigt. Und links ist dann mal als rotes Feld eingetragen, rotes Quadrat. Das große rote Quadrat auf der linken Seite hat eine Kantenlänge von 380 mal 380 Kilometer. Das wäre der Bereich, den wir theoretisch in der Sahara bräuchten, um die komplette Weltenergieversorgung, also die komplette Weltenergieversorgung, ich rede nicht nur von Strom, sicherzustellen. Völlig klar, da geht es dann um Leitungsproblematiken und solche Thematiken. Das heißt, es ist nur theoretisch so ein Bereich in Afrika, in Nordafrika, in der Sahara da zu nutzen, aber weltweit durchaus möglich. Es ist jetzt keine Größenordnung, die wir weltweit nicht gut unterbringen können, um einen erheblichen Anteil des Weltenergiehungers zu versorgen, eben über Solarenergie. Und
Wir haben oft in Deutschland politisch so ein bisschen die Idee, wir gehen als Vorreiter voran, wir sollen die ganze Welt retten und die anderen machen alle gar nicht mit. Das ist so ein bisschen in der deutschen Öffentlichkeit das Bild, was wir haben. Und gucken wir uns das Ganze mal an. Hier auch eine unverdächtige Quelle, Bloomberg, hat hier mal aufgelistet, wie denn tatsächlich die neuen Zubauten sind. Power Generation Capacity Additions Global. Jetzt habe ich es aber raus. Nicht leicht. Also es geht darum, wo wird denn zugebaut und was wird denn weltweit zugebaut? Ja, und wir sehen ganz deutlich, absolut führend ist der Solarbereich und der Windbereich. Warum? Nicht, weil viele Länder Ökos sind, sondern weil halt auch tatsächlich die Leute ideologiefrei handeln und einfach das neu anbauen, was wirklich die günstigste Möglichkeit ist, Energie zu gewinnen. Da sind wir nun mal im Solar- und im Windbereich zu Hause. Und da kann man nur hoffen, dass wir in Deutschland da nicht den großen internationalen Wandel komplett verpassen. Wir sind ja ganz gut dabei, aber wir hätten natürlich auch Vorreiter sein können. Das sind wir nicht mehr, aber mitmachen sollten wir auf jeden Fall. Denn sonst werden wir einfach schlichtweg abgehängt. Und wenn wir dann schon in der wirtschaftlichen Betrachtung sind, dann kann man sich ja auch mal überlegen, wie sieht das denn aus? Die Energiewende ist ja so teuer. Da ist die Botschaft, die hier aus dieser Grafik dann auch aus hervorgeht, ich erläutere sie gleich, dass der Klimawandel noch viel teurer ist, wenn wir uns nicht anpassen. Wenn wir uns klug anpassen, ist es teuer. Wenn wir uns gar nicht anpassen, wird es halt noch viel teurer. Der Klimawandel wird seinen Tribut zollen. Und wenn wir klug sind, passen wir uns an, dann ist es die günstigste Variante für uns. Wir haben hier in dieser Grafik den globalen Wohlstandsverlust aufgeführt auf der Y-Achse und auf der X-Achse. Das ist die Erwärmung, die wir haben. Und je nachdem, wie viel Klimaschäden, das ist die Kurve Climate Damages, die nach oben geht. Ja, je mehr Klimaschäden wir haben, desto teurer ist es halt, desto mehr Wohlstandsverlust. Und je mehr wir uns anpassen an den Klimawandel oder Klimawandel halt vermeiden, desto teurer ist es, wenn wir das perfekt machen. Bei 1,5 Grad wird es sehr teuer. Wenn wir sagen, es ist egal, dann ist eben diese Vermeidungsstrategie sehr günstig, aber die Gesamtkosten natürlich trotzdem sehr hoch, weil die Klimaschäden hoch sind. Es gibt also ein Optimum und auch dieses Optimum ist mittlerweile genau berechenbar vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, liegt bei ungefähr 2 Grad. Also das, worauf man sich in Paris schon eigentlich geeinigt hatte, knapp sogar drüber. Das ist aber die wirtschaftliche Berechnung eines vorangegangenen politischen Beschlusses. Also wenn wir klug sind, vermeiden wir Kosten und sorgen für künftigen Wohlstand in den künftigen Generationen. Und das heißt, wir müssen den Klimawandel ernst nehmen und uns anpassen. Und genau in diesem großen Zielbereich liegen wir mit dem Global Challenges, dass wir genau sowas mit unserem Geld unterstützen. Und wie wir das jetzt machen, das möchte ich Ihnen jetzt im Einzelnen darlegen an der Anlagephilosophie des Global Challenges. Und jetzt sind wir direkt wieder im Investmentbereich zu Hause. Und ich habe ja diesen vorangegangenen Bereich, habe ich Ihnen jetzt nochmal geliefert, um auch in der Beratung Kunden, die vielleicht mal kritisch fragen oder die zum Thema Nachhaltigkeit Hintergrundinformationen haben wollen, dass sie denen eben entsprechende Informationen auch liefern können und auch erklären können, wie sich Nachhaltigkeit rechnet, warum es sinnvoll ist, in Nachhaltigkeit zu investieren und warum solche großen Trends halt gut sind, wenn man sie finanziell adressiert, eben um Kosten, die man sonst hätte, zu vermeiden. Also, und das machen wir jetzt auf folgende Art und Weise. Wir haben links die strengen Ausschlusskriterien aufgelistet. Das ist so das Brot- und Buttergeschäft im Nachhaltigkeitsbereich. Das machen auch ganz viele andere Fonds und das machen wir natürlich auch. Und das machen wir auch, weil das gut ist. Und es ist gut, dass viele andere das auch machen. Brot- und Buttergeschäft soll das nicht abwertend gemeint sein, sondern das ist ein ganz guter, klarer, deutlicher Ansatz, wo wir deutlich sagen, diese Bereiche machen wir nicht. Da haben wir entweder Grenzwerte oder komplett Ausschlüsse. Das ist dann natürlich dann noch einzeln hinterlegt, wie wir da in diesen Bereichen arbeiten. Atomenergie zum Beispiel haben wir einen Komplettausschluss. Und Positivselektion, das ist dann wieder etwas Besonderes. Und das ist dann auch der Grund, warum wir tatsächlich an Artikel 9 Mandat sind. Sie kennen ja diese EU-Taxonomie- und Offenlegungsverordnung. Hier sind wir nach Artikel 9 klassifiziert, also das, was man so salopp als grün, dunkelgrün bezeichnet. Eben weil wir wollen, dass die Unternehmen, in die wir investieren, mit ihrem Kerngeschäft einen nennenswerten Beitrag leisten. Zum Beispiel zum Thema Klimawandel, Trinkwasserversorgung, Erhalt der Artenvielfalt, nachhaltige Waldwirtschaft, solche Thematiken, dann muss ein Unternehmen mit seinem Kerngeschäft einen nennenswerten und messbaren Beitrag leisten. Dann ist es für uns relevant, dass wir in das Unternehmen investieren.
Und diese Folie ist jetzt nicht unbedingt eine, die ich Ihnen raten würde, in der Beratung als zentrale Folie zu nutzen. Die erste schon, die ich eben gerade hatte, das ist die Anlagepolitik, so wie sie im Verkaufsprospekt steht. Aber auch hier hat die Compliance gesagt, das ist was, was ich Ihnen auf jeden Fall zeigen muss. Und das tue ich auch gern. Die Anlagepolitik des Prima Global Challenges, so sieht es dann im Verkaufsprospekt aus. Und jetzt komme ich eigentlich auf unseren Fondsmanager und das Nachhaltigkeitsresearch. Das sind ja die beiden Bausteine, die die Qualität unseres Mandats ausmachen. Und das Management, da zeige ich Ihnen jetzt einfach den Herrn Dr. Leber, in Deutschland sehr bekannt als Fondsmanager. Er ist Gründer der Acatis, die er 1994 gegründet hat und unglaublich erfolgreich mit seinen verschiedenen Fonds. Etwas über 12 Milliarden jetzt Assets under Management bei der Acatis. Alle Fonds sehr erfolgreich und eben auch unseren Fonds Managed Dr. Leber sehr erfolgreich. Wir haben allerdings eine Besonderheit, und zwar bevor Dr. Leber das Portfolio zugeteilt bekommt, sagen wir, wir gucken, dass die Titel, die er auswählen kann, auch nachhaltig sind. Und hier arbeiten wir mit einer sehr anerkannten Nachhaltigkeitsratingagentur zusammen. Das ist die ISS ESG. Und hier ist immer ganz wichtig, wenn ich über Ratingagenturen rede, viele erinnern sich noch an die Finanzkrise. Da war genau dieser Fehler, dass die Ratingagenturen von den zu bewertenden Unternehmen bezahlt worden sind. Das ist hier grundsätzlich nicht so, sondern wir als Fondsgesellschaft bezahlen die Ratingagentur dafür, dass sie ein Meinungsbild abgibt zu dem einzelnen Unternehmen, wie es denn aufgestellt ist. Ja, das ist wichtig, dass es hier eine Interessentrennung gibt. Und die ISS ESG hat die gleichen Interessen wie die Prima, nämlich ein gutes, valides Rating zu liefern, damit es keinen Reputationsverlust gibt. Und wir wollen ein sauberes, klares Rating haben, eben auch wegen Reputationsverlust, der uns sonst drohen würde. Und das Zweite ist, wir wissen, mit guter Nachhaltigkeit qualifizieren wir unser Portfolio. Was früher immer gesagt wurde, wenn ich ein nachhaltiges Portfolio mache, grenze ich viele andere Titel aus und schränke meine Möglichkeiten ein. Da sage ich ja ganz genau, das tun wir, aber das tut jeder guter Fondsmanager, dass er durch Qualitätskriterien die Auswahl seiner zu investierenden Titel so eingrenzt, dass er ein optimales Portfolio hat. Und genau das tun wir mit dem Thema Nachhaltigkeit. Wir grenzen nicht nur ein, sondern wir qualifizieren. Und das ist eben genau der entscheidende Punkt. Diese Eingrenzung findet hier statt, dass es wichtig ist, oder andersrum fange ich an. Es ist erstmal wichtig, dass die ISS natürlich einen großen Anteil von Unternehmen relevant, signifikant viele Unternehmen betrachtet, 7.800 in verschiedenen Kategorien. Und dass dann wir die Möglichkeit haben, aus diesen Kategorien eben die besten Unternehmen für unser Mandat zu bekommen. Ja, die große Grundgesamtheit wird dann nachhaltig bewertet. Und das ist das Entscheidende, wo wir dann eben draus die Unternehmen für unseren Fonds nehmen können. Ich habe hier nochmal den Investmentprozess etwas im Tieferen, weil das auch durchaus relevant sein kann, wenn Sie mit Ihrem Kunden zusammensitzen. Wir haben diese Ausschlusskriterien gesetzt und die kann man grob in zwei Bereiche unterteilen. Der eine, das sind so diese Geschäftsfelder. Die sind sehr plakativ. Da weiß ich, ob ein Unternehmen im Bereich Tabakherstellung, fossile Brennstoffe tätig ist oder Rüstungshersteller ist, das weiß ich vorher. Und weil ich das vorher weiß, kann ich das Unternehmen gar nicht erst investieren oder wenn es dann tatsächlich in diesen Bereich reinkommt, eben dann ausschließen. Haben wir gehabt. Wir hatten Accenture, ein Unternehmen, was im Bereich Unternehmensberatung tätig ist und die haben dann als Unternehmensberatung für das US-Militär ein Programm aufgelegt und damit sind sie Rüstungshersteller geworden und sind dann bei uns divestiert worden. Wir haben uns dann von diesem Unternehmen verabschiedet. Bei den Geschäftspraktiken, die unten zu finden sind, da ist es dann schon etwas anders. Da ist es dann oft so, dass wir überrascht werden, weil das müssen Sie sich einfach nur auf der Zunge zergehen lassen. Da steht unten der Bereich Umweltverstöße, Verstöße gegen Menschenrechts- und Arbeitsnormen und Korruption. Das ist natürlich nichts, was Unternehmen vor sich hertragen, was sie publik machen wollen, das soll schön unter den Teppich gekehrt werden. Und wir müssen höllisch aufpassen, dass wir da die Unternehmen immer wieder überprüfen und gucken. Und wenn da Verstöße sind, wenn Korruption stattfindet, uns dann eben von den Unternehmen trennen. Und das nächste ist, die zweite Ebene zum Thema Nachhaltigkeit ist dann ein sogenannter Best-in-Class-Ansatz. Ich habe Ihnen unten einen Apfel und eine Birne aufgemalt, weil das so das Idealtypische ist, was auszeichnet, worüber ich jetzt reden will. Wenn ich verschiedene Branchen mir angucke und ich habe links mal Branchen aufgelistet, Kleidung, Textilien, Forstwirtschaft, Handwerk, dann ist es völlig klar, dass die vielleicht ganz andere Kriterien brauchen, um zu gucken, ob die Unternehmen nachhaltig sind. Also branchenspezifische Kriterien werden angesetzt und dann wähle ich bis zu 100
von diesen Kriterien, um zu gucken, ob Unternehmen nachhaltig sind. Beispiele für Kriterien, jetzt wieder aus verschiedenen Bereichen, habe ich rechts aufgeführt. Zum Beispiel die Höhe des Abfallaufkommens oder ob Gleichberechtigung in dem Unternehmen tatsächlich gelebt wird, Versammlungsfreiheit, Wasserverbrauch. Das sind so Kriterien, die man bewerten kann und messen kann. Und dann wählen wir die Unternehmen aus, die in dieser Branche die besten sind. Das ist also dieses Prinzip absoluter Best-in-Class-Ansatz heißt, es gibt einen Grenzwert. Erst wenn dieser Grenzwert erreicht ist, wird das Unternehmen als nachhaltig eingestuft. Ganz egal, wie viele andere der Branche das schaffen oder nicht. Es ist ein Grundsatz. Absolute Nachhaltigkeit ist gefordert. Erst dann darf man weiter mitspielen. Gut, und dann nochmal dieses Schaubild hier zu den globalen Herausforderungen, wo wir sagen, mit dem Kerngeschäft einen nennenswerten Beitrag. Wir haben das hier mal über die Weltkarte gepackt, um zu zeigen, dass da unglaublich viele Vernetzungen sind. Die Thema Armutsbekämpfung. Armutsbekämpfung ist in der Regel immer relativ gut und deutlich zu schaffen. Natürlich über Ernährung ist es eben möglich, aber eben auch über Bildung. Bildung von Frauen ist eigentlich immer ein Schlüssel, dass Armut in den Ländern dann geringer wird. Erhalt der Artenvielfalt, wieder ganz eng verschränkt auch mit dem Thema Klimawandel oder Entwaldung. Genauso das Thema Trinkwasserversorgung. Und da ist ja unsere Diktion, dass jedes Unternehmen mit seinem Kerngeschäft einen nennenswerten und messbaren Beitrag leisten muss. Und genau das veröffentlichen wir natürlich jetzt auch regelmäßig. Dazu sind wir jetzt verpflichtet, als Artikel 9 Mandat, das nicht nur zu sagen, sondern auch zu zeigen. Ich zeige Ihnen gleich nochmal einen Ausschnitt, wo wir den Carbon Footprint zum Beispiel berechnet haben. Und dann habe ich hier nochmal so eine Beispielfolie, das können Sie auch gut in der Beratung einsetzen, wo ich diese globalen Herausforderungen mal aufgelistet habe. Und rechts finden Sie dann Beispiele aus dem Portfolio. Ich gebe mal in ein Beispiel rein. Entwaldung zum Beispiel, Billerud-Crossnetz haben wir da. Crossnetz haben wir da als Unternehmen, die als großes Unternehmen im Bereich von der Waldwirtschaft deutlich gute Beiträge leisten, zertifiziertes Holz haben und damit natürlich dazu führen, dass weniger Wald abgeholzt wird. Also Entwaldung ist ein großes Thema hier als ein Beispiel. Dann haben wir eine Mapping auch gemacht. Ich habe ja von diesen sieben globalen Herausforderungen geredet und Sie alle wissen, dass wir mittlerweile fast überall über die 17 SDGs, Sustainable Development Goals von den Vereinten Nationen, die UN-Nachhaltigkeitsziele, dass wir darüber nur noch reden. Und warum haben wir denn sieben globale Herausforderungen? Das ist aus der historischen Logik herzuleiten. Wir sind mit dem Prima Global Challenges schon länger unterwegs. Wir haben diese sieben globalen Herausforderungen damals definiert. Wir referenzieren das natürlich mit den SDGs und das ist eben halt hier vernetzt und da weiß man, welches SDG mit welchem Kerngeschäft da erreicht wird. Gleichwohl sehen wir halt auch zu, dass wir alle 17 SDGs bei uns jetzt im Nachhaltigkeitskonzept integriert haben und die halt eben auch entsprechend messen. Okay, dann nochmal auf einem Slide zusammengestellt. Wenn der Kunde bei Ihnen sitzt und Sie wollen nochmal erklären, wie Nachhaltigkeit funktioniert, dann ist das erste eine große Grundgesamtheit, 7.800 Unternehmen, Prime-Status. Das ist dieses absoluter Best-in-Class-Ansatz, also nicht unter Blindnis der einäugige König, sondern ganz oder gar nicht, entweder richtig nachhaltig oder es geht halt nicht. Alle Ausschlusskriterien werden überprüft und erst wenn sie erfüllt sind, kann das Unternehmen weiter mitmachen. Dann entsteht ein Universum von 800 Unternehmen und dann kommt Dr. Leber, der aus den Unternehmen diejenigen noch nimmt, die mit ihrem Kerngeschäft einen Beitrag leisten und eben dann eben noch die entsprechenden Finanzkennzahlen haben. Und daraus entsteht dann der Global Challenges. Jetzt kommt wieder ein ganz wichtiger Punkt für die Beratung. Ich habe Ihnen jetzt erzählt, wie die Nachhaltigkeit in das Portfolio kommt und auch das können Sie Ihren Kunden sicherlich glaubhaft gut verdeutlichen. Relevant ist es dann aber, dass der Kunde auch nachfragen kann. Zu welchen Unternehmen kommen Sie denn dann mit dieser schönen Nachhaltigkeitsselektion? Jawohl, können Sie sagen, hier ist das gesamte aktuelle Portfolio. Können Sie sich jedes einzelne Unternehmen angucken? Und weil die Namen ja vielleicht so nicht unbedingt viel aussagen, haben wir dann noch ein Factbook. Und in diesem Factbook haben wir ein Exposé zu jedem einzelnen Unternehmen. Ich habe jetzt hier als Beispiel Henkel angeführt. Da können Sie genau Ihrem Kunden sagen, Henkel ist zum Beispiel bei uns in dem Fonds mit drin, weil folgende Stärken, folgende Schwächen. Und dann gibt es unten noch die Begründung für die Fondsaufnahme. Das Nachhaltigkeitsrating ist ein B+ bei Henkel und für das Handlungsfeld Klimawandel und Trinkwasserversorgung. Dafür ist Henkel bei uns im Prima Global Challenges aufgenommen worden. Und so können Sie halt zu jedem einzelnen Unternehmen, was investiert ist, Rede und Antwort stehen.
Das nächste ist, dass die Nachhaltigkeit bei uns ja schon seit 2013 in dem Mandat ist. Wir haben jetzt bald 10-Jähriges, es dauert noch ein kleines bisschen, aber seit einiger Zeit haben wir dieses Konzept und das lebt auch. Und hier können Sie nochmal Ihrem Kunden auch zeigen, wie das lebt, dass wir immer wieder uns von Unternehmen verabschieden. Gesetzesverstoß, Anwohnerrechte, zack, wird divestiert, wir gehen raus. Ne? Oder Verlust vom Prime-Status, also nicht mehr dieser absolute Best-in-Class-Ansatz ist gegeben. Da müssen wir uns dann halt auch trennen. Und dass das regelmäßig über längere Zeit immer wieder zu Portfoliobewegungen führt. Ich habe das hier bis zur Auflage des Fonds mal zurückverfolgt. Das ist jetzt schon die zweite Grafik zu dem Thema, sehen Sie ganz deutlich. Und jetzt haben wir soweit den Investmentprozess uns mal angeguckt. Jetzt kommen wir zu dem Performance-Check. Und das Erste, was man beim Performance-Check natürlich im Finanzbereich macht, ist eigentlich Charts zeigen. Wir zeigen Ihnen hier sogar eine Balkengrafik. Das ist die offizielle wichtige Balkengrafik, die Sie auch in den Kits so finden, also hochoffiziell das Dokument. Entscheidend ist hier an der Stelle, dass der Prima Global Challenges seit 30.10.2013 das Nachhaltigkeitskonzept hat. Vorher ist es ein anderer Fonds gewesen. Wir haben den erst 2006 aufgelegt, in 2013 auf dieses Nachhaltigkeitskonzept umgesetzt. Steht ja auch oben drüber, seitdem 116% gemacht. Viel relevanter ist aber eigentlich immer, dass wir in dem Vergleich zu dem zugrunde liegenden Index uns immer sehr, sehr relevant geschlagen haben. Also Sie können mit den Prima Global Challenges da nicht viel falsch machen an der Stelle. Das ist ein Fonds, der doch immer sehr solide seine Leistung liefert. Und auch hier wieder einen Gruß aus der Rechtsabteilung. Ich muss Ihnen die Chancen und Risiken auch an jeder Stelle noch einmal offenlegen. Das habe ich hiermit dann getan. Links sehen Sie die Chancen, rechts die Risiken in einem ausgewogenen Verhältnis. Das ist halt natürlich auch wichtig. Aber Sie als Vermittler wissen, dass Sie das ja dem Kunden sowieso erzählen müssen. Wir waren jetzt in der Kategorie Performance. Ja, dass ich jetzt mal gucke, was der Prima Global Challenges eigentlich als Performance liefert. Und hier haben wir noch eine alte Aufbereitung mal zusammengeführt, welche Daten wir eigentlich zum Thema Nachhaltigkeit liefern können. Und da sehen wir halt zum Beispiel Anteil von Frauen im Vorstand. Da sind wir etwas schlechter als hier ist es der Referenz jetzt der MSCI World, also ohne Nachhaltigkeitsscreening einfach MSCI World. Da sind wir sogar von Anteil von Frauen im Vorstand knapp ein bisschen besser. Aber wenn wir eine Zeile drüber, ein bisschen schlechter, wenn wir eine Zeile drüber gucken, das ist dann die Zukunft, das ist der Anteil der Frauen im mittleren Management und da sind wir schon deutlich, deutlich besser als der MSCI World und da liegt ja halt auch die Zukunft. Oder was ich eben halt auch ganz gut finde, es ist eine Logik, dass wir eine personelle Trennung von Vorstands- und Aufsichtsratsvorsitz haben. Ne, dass viele Unternehmen haben das bei uns deutlich signifikant mehr. Oder die Integration in die Vergütung der Vorstände. Jetzt komme ich nochmal zu einem anderen Punkt, wo wir Nachhaltigkeit auch messen. Und das ist hier der Carbon Footprint. Das heißt, wir haben wieder als Referenz in MSCI World, gucken uns den Global Challenges an und gucken, wie viel Tonnen CO2-Äquivalent, das sind also die anderen Treibhausgase auf CO2 normiert, sind denn eigentlich tatsächlich im Global Challenges bei einer Investition hier in dem Beispiel von 1 Million Euro zu finden. Und dann sieht man halt die Größenordnung von 25,0 Tonnen CO2 für 1 Million Euro investiert. Und das ist 43,9% weniger, als es der MSCI World hat. Wir haben auch die historischen Werte und hier sehen Sie, dass wir früher schon mal deutlich besser waren als der MSCI World. Wir sind immer noch deutlich besser, aber das war ja früher noch ein ganzes Stück mehr. Der Grund ist ganz einfach, weil der MSCI World tatsächlich selber aus Nachhaltigkeitskriterien sich deutlich verbessert hat. Und das sind halt eben, also aus CO2-Kriterien, ja. Wir sind immer noch besser, aber auch der MSCI World wird besser. CO2-Effizienz hier wird deutlich besser. Und jetzt komme ich nochmal auf einen ganz anderen Punkt zu sprechen. Wie kann es denn eigentlich sein, dass man mit solchen Nachhaltigkeitskriterien das Portfolio veredeln kann? Einmal, wir liegen in den großen Zukunftstrends, weil die gut abgesichert sind, breiter wissenschaftlicher Konsens und in diese Trends investieren wir. Das ist diese Enkeltauglichkeit. Und das Zweite ist, wir vermeiden Risiken durch das Screening der Unternehmen. Und hier habe ich mal zwei Beispiele. Das sind jetzt keine Zielinvestitionen für den Global Challenges. Ich habe hier einmal British Petrol und TEPCO mitgebracht und beide haben ja große, ja, Umweltunfälle gehabt. Das eine ist natürlich das Fukushima-Ereignis und das andere war der Deepwater Horizon, das große Bohrinselunglück im Golf von Mexiko. Und in beiden Fällen ist dann der Kurs sehr stark eingebrochen. Frage, was kann ein Nachhaltigkeitsscreening bewirken?
Nachhaltigkeitsscreening ist dann interessant, und das ist in dieser Stelle genauso gewesen, dass die ISS ESG an dieser Stelle vorher schon immer wieder Meldungen rausgegeben hat, dass genau diese Ereignisse, die im Großen dann passiert sind, im Kleinen schon vorweggenommen worden sind. Das heißt, eine Meldung, Achtung, da gibt es potenzielle Risiken, kommt durch das Nachhaltigkeitsrating eher ins Portfolio. Wir können uns vorher von den Unternehmen verabschieden und müssen dann solche Kursanbrüche nicht miterleben. Und natürlich das aktive Management durch Dr. Leber. Ich habe hier mal ein YouTube-Interview, was er gegeben hat zu dem Thema Wirecard. Übrigens auch kein Zielunternehmen von uns, aber wie aktives Management funktioniert durch unseren Fondsmanager, zeige ich Ihnen hier ganz gerne. Da stellt der Interviewer die Frage, dann gibt es aber ein Erlebnis. Sie treffen den Wirecard-CEO Markus Braun auf einer Investorenkonferenz und haben die Gelegenheit, Fragen zu stellen. Und die Fragen, die Dr. Leber stellt, ist, warum wächst Wirecard nicht schneller? Warum wickelt Aldi nicht das gesamte Geschäft über Wirecard ab, sondern hat andere Anbieter? Kann man so nicht verstehen, wenn es doch der Marktführer ist. Und wie steht es beim Datenschutz? Und diese Fragen sind eben nicht von dem Wirecard-CEO damals beantwortet worden. Daraufhin hat Dr. Leber in anderen Fonds, wo er das durchaus hatte, sein Investment bei Wirecard dann eingekürzt, komplett auf Null gestellt. Und das ist eben genau der Punkt des aktiven Managements. Das ist eben nicht nur Big Data und künstliche Intelligenz, sondern da kommt es natürlich auch wieder auf die ja, Konnotation von Daten an. Und das kann eben ein Manager entsprechend gut und dann eben solche Risiken aus dem Portfolio vermeiden. Hatte ich eingangs schon gesagt, das FNG-Siegel, auch von dritter Seite, haben wir tatsächlich das Siegel dann wieder erhalten. Also unsere Nachhaltigkeit ist fundamental. Hier steht eine ganze Menge Text dazu. Auch das muss ich Ihnen jetzt immer zeigen. 309 Fonds insgesamt haben teilgenommen. Wir sind halt einer davon, der mit 2 Sternen das FNG-Siegel jetzt am 24.11. in Frankfurt erhalten hat. Aber wir haben es schon seit 2016 bei uns. Und dann möchte ich nochmal auf die Beratungslogik einsteigen. Das ist diese Logik des mündigen Investors. Sie haben gesehen, dass unser Portfolio 100% transparent ist. Das heißt, der Investor weiß, wo er investiert. Die Unternehmen sind zu sehen direkt. Er kann sich das jederzeit bei Ihnen angucken und er adressiert die globalen Herausforderungen. Er hat also neben seinem finanziellen Ertrag auch noch eine moralische Wertschöpfung. Und dieser Dualismus, das ist eigentlich dieses Typische, was wir in Deutsch auch immer gerne sagen, Eigentum verpflichtet, dem kommt er dann sehr wohl damit nach. Er hat die finanzielle Wertschöpfung und den moralischen Ertrag. Beides auf seiner Seite kann er verbuchen. Damit ein Fazit zu den Global Challenges. Ethische und ökologische Kriterien stellen wir durch 3 Säulen sicher. Ausschlusskriterien, Dinge, die wir gar nicht machen, fertig aus. Absoluter Best-in-Class-Ansatz. Unter Blinden ist der einige König, gilt halt nicht, sondern entweder ganz oder gar nicht. Und die Positivselektion, dieses Kerngeschäft, da muss der Beitrag messbar sein. Renommierte Nachhaltigkeitsanalyse, renommierter Fondsmanager und dann 100% des Portfolios werden veröffentlicht. Nachhaltigkeit kann nur funktionieren, wenn Sie tatsächlich komplett Butter bei die Fische zeigen, was in dem Portfolio ist. Und das machen wir auch. Und die starke Performance eben schon über einen langen Zeitraum ohne große Ausreißer, das ist das Entscheidende. Sie haben ein verlässliches Investment, was damit optimal passt, um zum Beispiel in der Baloise investiert zu werden. Dann habe ich hier nochmal die Fonddaten, auch die muss ich Ihnen entsprechend zeigen. Wir haben ja extra gerade die neue V-Klasse aufgelegt, die jetzt in der Baloise zu zeichnen ist. Und Sie müssen natürlich auch wissen, potenzieller Ertrag, potenzielles Risiko, auch das muss ich Ihnen hier zeigen. Aber da wissen Sie natürlich als Vermittler an der Stelle selber sehr gut Bescheid. Und dann noch eine Marketing-Sache. Wenn Sie tatsächlich mit Ihrem Kunden sich entscheiden, den Prima Global Challenges zu allokieren, dann geben wir gerne eine Baumpatenschaft raus. Das heißt, wir pflanzen dann einen Baum für Ihren Kunden und das Ganze in einer Urkunde verbrieft. Wir machen das selber. Wir haben das hier im Bergischen Land, die Fläche, die vorher eben so aussah, der typische Dreiklang, Borkenkäfer, Trockenheit, Sturm. Und dann sieht die Fläche halt eben so aus, dass da vor allen Dingen leider kein Nadelholz mehr da ist, oder nicht leider, sondern das Nadelholz ist weg. Das konnte dem nicht standhalten. Und deshalb pflanzen wir jetzt einen naturnahen Mischwald. Das ist eine sogenannte Wildlingspflanzung. Das heißt, wir holen die Pflanzen nicht aus der Baumschule. Das wären alles genetische gleiche Klone, sondern wir holen uns aus dem umliegenden Wald die jungen Setzlinge, lassen wir von erfahrenen Leuten, das ist dann eben auch nicht leicht, entsprechend roden. Der muss den Baum als Baumart erkennen, er muss die richtigen Wurzeln mit ausgraben, er muss die richtige Größe finden und das wird dann neu verpflanzt. Und Sie sehen hier um einen Ahorn,
Wir haben dann eben auch Eichen auf dem Gebiet. Wir haben aber auch Buchen dabei. Das sind so die Bäume, die wir dann doch neu pflanzen. Und dann kriegt der Kunde dafür eine Urkunde. Gut, damit bin ich jetzt für meinen Teil soweit durch und muss natürlich auch nochmal wieder die Chancen und Risiken und den ganzen Disclaimer Ihnen zeigen. Und damit übergebe ich jetzt gerne an den Stefan Münz. Bitteschön. Herzlichen Dank für deine Vorrede. Ich möchte Ihnen jetzt gleich in den nächsten Minuten nochmal einen Einblick geben. Sie haben jetzt viel über den Fonds erfahren, wie Sie den Fonds in einem Versicherungsmantel unterbringen und was vielleicht in dem Versicherungsmantel noch Dinge sind, die in der Praxis eine entsprechende Relevanz haben. Ich teile jetzt den Bildschirm entsprechend einen kleinen Moment. Das ist eine Kernaussage, die ich jetzt für mich mitnehme, für den Prima Global Challenges, nämlich, dass wir eben eine ähnliche Rendite wie der MSCI World haben oder wie der Herr Schott gesagt hat, jetzt sogar in Teilen eine bessere Rendite als der MSCI World und das eben mit gutem Gewissen. Und das finde ich halt gerade mit Blick auf die Enkeltauglichkeit eine schöne Geschichte. Ich bin selber Vater von Zwillingen, und ja, insofern passt das eben halt dort auch an der Stelle. Warum haben wir halt auch einen Matching mit diesem Fonds? Wir müssen als Versicherer unter Solvency II ja jetzt schon im zweiten Geschäftsjahr neben unserer Solvenzbilanz einen Nachhaltigkeitsbericht abgeben. Und es gibt ein Unternehmen in Deutschland, Zielke Research, das hat es sich zur Aufgabe gemacht, diese Nachhaltigkeitsberichte der Versicherer ja, sich genau anzuschauen und hat dann ein Rating und Ranking vergeben. Und ja, wir waren eben im letzten Jahr schon auf den vorderen Plätzen und sind halt auch in diesem Jahr wieder, nachdem der neue Geschäftsbericht ausgewertet wurde, wieder auf den vorderen Plätzen. Man kann das auch sehr transparent bei uns auf der Homepage ja, nachvollziehen. Will halt einfach nur sagen, auch da haben wir einerseits ein Matching und zum anderen ist es natürlich relativ einfach, halt auch eine Fondspolice bei einem beliebigen Fondspolicen-Anbieter zu nutzen. Aber weil man irgendwie diverse Fonds einbinden kann, aber vielleicht ist es Ihnen oder den Kunden ja auch wichtig, dass eben der Versicherer, der mit nachhaltigen Fonds Produkte anbietet, halt selber halt auch nachhaltig agiert. Wenn ich mir jetzt die Frage stelle, ich wäre jetzt an Ihrer Stelle, habe das jetzt gehört, bin angetan davon, habe jetzt die Überleitung zur Valoise, dann würde ich mir erstmal im Wesentlichen ein paar grundlegende Fragen stellen, die ich hier gerne auf den nächsten Folien kurz mit Ihnen durchgehen möchte. Zum einen, wie können Sie in diesen Fonds investieren, der jetzt vorgestellt wurde? Zum einen eben in unser Kinderprodukt Baloise Invest Kids und zum anderen in die Erwachsenenpolice Baloise Invest Vario. Das Prinzip, das Produktprinzip ist in wesentlichen Teilen ähnlich. Die Anlagemöglichkeiten bei der Kinderpolice kommen noch ein paar Aspekte hinzu, auf die ich jetzt nochmal dann in den nächsten Minuten eingehe. Wie funktioniert das Produkt? Wir haben eine sogenannte Schiebereglerpolice, wo Sie neben diversen Fonds die Möglichkeit halt auch haben, ähnlich wie einen Fonds ein sicheres Asset, nämlich das Sicherungsvermögen der Basler bzw. Baloise eben beizumengen. Viele Kernsysteme von Versicherern sind noch aus früheren Zeiten. Wir sind da ein bisschen moderner aufgestellt. Wenn Sie wollen, können Sie sehr kleinteilig bei uns halt das Vertragsvermögen oder Fondsvermögen in den Fondspolicen zusammensetzen mit 1% pro Fonds. Ich habe Ihnen hier mal eine Darstellung mitgebracht, wie das aussehen kann, wenn man jetzt ein Angebot gerechnet hat und den Schieberegler eben so einstellt, dass man sagt, nö, möchte ich nicht, schön, dass ich es könnte und dass ich später auch noch kann, aber jetzt gerade nicht.
In dem Beispiel habe ich jetzt mal den Prima Global Challenges mit 100% entsprechend belegt. Sie können aber oder Ihre Kunden halt auch eine 60, 40, 50, 50 oder wie auch immer geartete prozentuale Aufteilung von dem Fonds und anderen Fonds beziehungsweise dem Garantievermögen vornehmen, wenn Sie möchten. Und das eben nicht nur beim Vertragsbeginn, sondern eben halt auch während der Laufzeit entsprechend. Ja, die Baloise ist sonst in den letzten Jahren eher als Biometriepartner bei vielen verortet. Wir bieten aber auch schon viele, viele Jahre halt natürlich Fondspolicen an und stellen uns auch regelmäßig Tests von neutraler Stelle, wie jetzt zum Beispiel dem Handelsblatt. Da sind wir jetzt beim dritten Mal dabei. Ich habe Ihnen jetzt mal hier kurz das Siegel aus dem letzten Jahr beziehungsweise jetzt aus dem aktuellen Jahr mitgebracht. Also einfach nur fürs Bauchgefühl, wenn Sie noch keinen weiteren Kontakt mit der Baloise an der Stelle hatten, können Sie sich da gerne ein Stück weit ein Bild machen, wenn Sie sagen, okay, Handelsblatt in Kooperation mit Assekurata, dem Fonds Tacho, ist eine interessante Geschichte. Aufgrund der Kleinteiligkeit, die Sie eben schon gesehen haben, haben Sie eben auch die Möglichkeit, Dinge, die Sie aus dem Depot sonst kennen, in strategischer, taktischer Allokation aufzubauen. Sie können mit Core Satellite agieren. Das gibt das System alles entsprechend her. Nur, dass Sie sich eben im Versicherungswandel bewegen. Auch, ich sage jetzt mal, mittlerweile Marktstandards wie ein Rebalancing. Natürlich, ohne dass Abgeltungssteuer anfällt, kann entsprechend hier mit vereinbart werden. Ja, dann kann man sich natürlich die Frage stellen: Ja, ab wann geht es denn los? Okay, das Produkt habe ich jetzt erstmal so grobe Kante verstanden, was jetzt den starken Spar- oder Investitionsprozess angeht. Wie sieht es dann aus mit dem Mindestbeitrag? Wenn Sie das Produkt gegen einen laufenden Beitrag abschließen, also als Sparplan, dann können Sie bereits ab 25 Euro starten. Sie können auch also in den laufenden Sparplan Zuzahlungen leisten ab 250 Euro. Beziehungsweise, wenn Sie eben keinen oder der Kunde keinen Sparplan abschließen möchte, dann ist die Einmalanlage ab 5.000 Euro die Voraussetzung. Und aber auch in den Einmalbeitragstarif können Sie später nach besten Gutdünken, so wie Ihnen oder den Kunden das passt, halt auch weiterhin Zuzahlungen vornehmen. Ab wann geht's los? Ab welchem Alter kann man die Verträge abschließen? Wie alt muss das Kind sein oder der Erwachsene? Wir haben einmal die Kinderpolice. Dort ist das Kind dann die versicherte Person. Versicherungsnehmer können dann die Eltern sein, können aber auch Onkel, Tante, Patenonkel, Opa oder Opa sein. Wir brauchen also einen Versicherungsnehmer, der volljährig ist. Die versicherte Person ist, wie gesagt, das Kind. Und wenn Sie sich eben für die Erwachsenenpolice entscheiden, dann ist eben das Eintrittsalter auch für die versicherte Person 18. Hier in dem Kontext vielleicht für Sie auch ganz interessant, in der Entwicklung, die wir in den letzten Jahren auf dem Markt festhalten können. Früher waren Fondspolicen in Deutschland so gestrickt, dass man irgendwie wir sprechen gerne immer mal von der ersten Halbzeit, also in der Zeit bis Rentenbeginn, irgendwie in diversen Fonds investiert sein konnte und dann mit 67 beispielsweise ja in die Verrentung ging und damit im klassischen Deckungsstock der Versicherung landete und dann eine wie auch immer geartete Überschussrente dann halt einfach bekommen hat. Mittlerweile hat sich das so ausevolutioniert, dass das nicht zwangsläufig sein muss. Und hier bietet eben die Baloise den sogenannten Fonds-Rentenplan an. Das heißt, halt auch in der Zeit zum Beispiel von 67 bis 89 haben Sie die Möglichkeit oder der Kunde weiter in den Fonds, zum Beispiel hier den vorgestellten Fonds, investiert zu sein. Und aus einschlägigen aufsichtsrechtlichen Gründen ist dann für Rentenversicherung ab 89 letztendlich die lebenslange Verrentung dann in der klassischen Art entsprechend vorgesehen.
Also hier gerade für die Kinder, wenn man jetzt in den jungen Jahren anfängt, kann man nahezu 90 Jahre, wenn man wirklich beim frühesten Beginnalter startet, in Fonds investiert sein und da entsprechend Zinseszinseffekte etc. halt mitnehmen. Mir persönlich ist die Baloise, bevor ich hier selber bei der Baloise anfing, schon aufgefallen. Ich bin jetzt im Bereich der Lebensversicherung über 20 Jahre unterwegs. Ich habe früher mal halt auch ein Produktportfolio für einen größeren Vertriebspartner verantwortet. Und mir ist die Baloise schon vor über 10 Jahren sehr positiv aufgefallen für die Möglichkeiten, die sie in der zweiten Halbzeit bietet. Eine Geschichte haben wir jetzt gerade gesehen, den Baloise vom Rentenplan. Den gab es damals vor 10 Jahren nicht. Es gab aber damals schon eben unterschiedliche Überschusssysteme, wo man dann eben je nach individueller Neigung oder Lebensplanung dann halt auch verschiedene Rentenverläufe halt abschließen konnte, allein durch die Wahl der entsprechenden Überschussbeteiligung. Was sie aber eben auch haben bei der Baloise, und da haben wir die Unterscheidung zum 34F. Wir tragen ja als Lebensversicherer biometrische Risiken, sprechen da gerne mal von dem sogenannten Langlebigkeitsrisiko, damit man eben nicht in das Thema hineinläuft. Man ist noch da, aber das Geld ist weg. Das ist ja das Problem bei klassischen Bankprodukten, wenn man eben einen Verzehr hat. Wir haben hier das Versichertenkollektiv und können dadurch eben lebenslange Altersrenten abbilden. Natürlich so, wie Sie das vielleicht eben kennen, mit Rentengarantiezeit. Wir können aber auch abgekürzte Altersrenten, die dann steuerlich anders behandelt werden, abbilden. Wir haben bestimmte Verfügungsoptionen im Todes- und Erlebensfall. Also wenn man eine schlechte Diagnose dann im Alter bekommt, kann man das Ganze auch stoppen und dann eben den Cash rausnehmen, ähnlich wie in einem Depot. Sie haben die Möglichkeit, das Thema Pflegebedürftigkeit zu spielen und können eben bei Pflegebedürftigkeit eine erhöhte Altersrente bekommen. Den Fonds-Rentenplan haben Sie. Sie können das Thema, wer vielleicht in der BAV halt auch einschlägig unterwegs ist, Sie haben das ähnlich wie in einer hinterbliebenen Zusatzversicherung, können Sie auch eine Rente für zwei aufteilen. Also dafür haben wir eine eigene Broschüre, wo das alles nochmal dezidiert vorgestellt wird. Ich glaube, hier in dem Rahmen soll es quasi einfach nur mal für Sie angeteasert sein, dass neben den Investmentbetrachtungen hier halt auch Dinge möglich sind, die sicherlich auch attraktiv sind für Ihre Kunden. Wer sind die Zielgruppen? Die Basler ist ein Versicherer, der sich grundsätzlich auf junge Zielgruppen eingeschossen hat. Wir adressieren auch mit unseren Biometrieprodukten, also Berufsunfähigkeitsversicherung, Risikolebensversicherung oder auch Grundfähigkeitsversicherung, halt sehr dezidiert dieses Zielgruppenpotenzial von gut 16 Millionen. Und ja, da möchte ich nochmal ganz kurz drauf eingehen. Ich sagte das eingangs schon, wir können das halt auch noch ein bisschen auffächern, einmal in das Thema Großeltern, Paten und dann natürlich als Versicherungsnehmer auch die Eltern, die etwas fürs Kind machen wollen. Im Übrigen erzähle ich Ihnen das nicht nur ja, aus meiner Rolle heraus. Ich bin selber überzeugt von dem Produkt und habe das Produkt auch selber für meine Kinder abgeschlossen. Ich zeige Ihnen hier einfach mal ganz kurz zwei Briefumschläge. Da sind die Wertauskünfte für die Kids-Police, die ich schon vor einigen Jahren, bevor ich bei der Baloise angefangen habe, abgeschlossen habe. Ich sage Ihnen auch gleich etwas zu den Motiven, weil bis jetzt waren wir, wenn Sie so wollen, bei einer klassischen Produktvorstellung. Interessant ist letztendlich ja für Sie, was wir noch machen können an der Stelle. Jetzt muss ich einfach noch mal kurz switchen, weil in diesem Foliensatz dieser Punkt noch nicht mit drin war. Bitte haben Sie einen kleinen Moment Geduld. Ich möchte Ihnen gerne noch mal ein paar Kernaussagen bringen, was eben tatsächlich in der Praxis nachgefragt wird von Kollegen, von Ihnen, von Maklern, von IFAs. Wir haben zum einen einmal das Alleinstellungsmerkmal, dass wir das Produkt entgegen den Dingen, die man aus dem Bankenmarkt kennt oder auch von anderen Wettbewerbern
ohne Unterschrift der Eltern abschließen können. Also wenn Opa, Oma, Onkel, Tante etwas für Neffen oder Enkel abschließen möchten, dann sind die eben Versicherungsnehmer. Das Kind ist versicherte Person, und hier ist es dann eben halt auch möglich, entsprechend ohne Unterschrift der Eltern zu agieren in Abgrenzung zu einer Kontoeröffnung oder einer Depoteröffnung. Ein wichtiger Punkt, der auch immer wieder letztendlich Ausschluss ja, oder Ausgangspunkt ist für viele Makler und auch in meinem Beispiel, ich habe Ihnen das gerade gesagt, für meine Söhne wird das Produkt auch abgeschlossen. Für mich war Punkt 2, nämlich dass das Produkt schon seit längerem eine Berufsunfähigkeitsoption beinhaltet, mittlerweile eine sogenannte Berufsstartoption. Das heißt, das Kind hat die Option, später gegen eine vereinfachte Gesundheitsprüfung entweder eine Grundfähigkeitenversicherung oder eine Berufsunfähigkeitsversicherung abzuschließen. Ich habe Ihnen hier das mal exemplarisch mitgebracht. Sie haben einmal hier die Möglichkeit, diese Option auszuüben. Abschluss einer BU. Man ist dann mit 18 vielleicht noch Schüler, weil man gerade auf dem Gymnasium ist. Die Baloise schreibt standardmäßig spätestens mit 18 an und verweist eben nochmal auf diese Möglichkeit. Und dann hat man eben die Möglichkeit, auch im Rahmen von Nachversicherungsoptionen, die halt gängig sind. Man beginnt ein Studium zum Beispiel oder man ist fertig mit dem Studium, steigt ins Berufsleben ein, macht später einen Karrieresprung oder finanziert dann später auch was. Lebenslang eben sich mit dem Startpunkt dieser Kinderpolice über Berufsunfähigkeitsoptionen zusätzlich neben dem Sparprozess eben die Absicherung der Arbeitskraft entsprechend aufzubauen oder mit abzusichern. Ein weiterer Punkt, der vielen Maklern halt wichtig ist, ist das Thema Investitionsoptimierung. Ich habe Ihnen hier mal Screenshots mitgebracht. Sie haben die Möglichkeit, Zuzahlung zu leisten. Ich habe das hier mal mit 500 Euro simuliert. Sie können auch Zuzahlung ab Beginn machen. Sie sehen, Sie haben hier für die Investitionsoptimierung, also die 500 Euro können Sie über einen Zeitraum von 12, 24, 36, 48 oder 60 Monaten quasi strecken und dann in Abgrenzung zu einigen anderen Versichern oder vielen anderen Fondspolicen halt auch sagen, das ist gerade insbesondere dann der älteren Kundengeneration wichtig, dass es erstmal sicher investiert ist und Zug um Zug im Sinne des Cost-Average-Effektes dann investiert wird. Also das ist etwas, was mir im direkten Maklerkontakt auf Roadshows vor Ort und immer gespiegelt wird. Ich habe Ihnen das hier nochmal kurz grafisch dargestellt. Hier sehen Sie hier ganz klassisch, Ausgangspunkt wäre jetzt entweder Startfonds oder Sicherungsvermögen. Und dass Sie dann über einen definierten Zeitraum hier eben aus dem sicheren Asset in das Wunschfonds-Asset entsprechend investieren können. Der letzte und wichtige Punkt, der häufig noch kommt, ich hatte das gerade diese Woche wieder, ist, dass viele Kunden das von früher aus ihrer eigenen Zeit noch wissen. Mensch, früher gab es doch mal Ausbildungs- oder Aussteuerversicherung, wo eben der Ausbildungs ein bestimmter Betrag halt zu einem definierten Zeitpunkt auf jeden Fall zur Verfügung stand, selbst wenn den Eltern oder Großeltern etwas passieren sollte. Wenn das Kunden wichtig ist, können wir das hier entsprechend mit anbieten. Wir haben einmal die Möglichkeit zu sagen, es gibt eine Leistung, wenn der versicherte Versorger stirbt. Es ist alles optional, es ist nicht obligatorisch, man muss das nicht machen. Man kann sogar eben das Thema Berufsunfähigkeit absichern, um diesen Sparprozess entsprechend abzusichern. Wir sind fast am Schluss. Hier sehen Sie nochmal am Beispiel, wie sich das Thema dieser Absicherungsmöglichkeiten optional in der Oberfläche der Angebotssoftware darstellt. Sie sehen hier zum einen, dass wir eine laufende Variante haben. Sie haben hier diese Schieberegler-Möglichkeit. Sie könnten hier halt auch 50-50 eingeben und hier die eben genannten Dinge, die eben aus dem Bereich Ausbildungsaussteuerversicherung bekannt sind. Lassen Sie mich zum Schluss einfach der Praxis halber nochmal einen Blick auf den Antrag werfen.
Hier sehen Sie halt, dass wir unterschiedliche Personen aufnehmen können. Es kann hier eben der Opa eingetragen werden oder der Vater oder der Onkel oder die Tante als Versicherungsnehmer. Dann hier das eigene Kind, der Enkel oder der Neffe oder die Nichte. Und wenn eben dieses Thema Todesfallabsicherung nochmal relevant ist, haben Sie hier die Möglichkeit, hier nochmal den versicherten Versorger entsprechend einzutragen. Ich habe Ihnen noch die zweite Seite ganz kurz im Überflug mitgebracht. Sie haben die Möglichkeit, hier die Investitionsoptimierung zu setzen. Hier sieht man das, dass das auf 60 Monate festgelegt war, dass das aus dem Sicherungskapital erfolgt und der Monatsbeitrag war halt 100 Euro. Ja, hiermit möchte ich dann auch gerne nochmal zum Schluss kommen, ein kleines Fazit abgeben und sagen, okay, das Thema Nachhaltigkeit konnte ich Ihnen hoffentlich im Zusammenhang mit dem Kollegen Schott nochmal verdeutlichen. Das können Sie in der Police abbilden. Wir sind auch als Anbieter entsprechend ausgezeichnet worden. Sie haben die Möglichkeit, diesen Fonds sowohl in der Kinderpolice als auch in der Erwachsenenpolice einzubinden. Und Sie haben hier, hier nochmal ein kurzer Auszug zur Baloise, einfach nochmal, um ein Gefühl zu kriegen beim Thema Berufsunfähigkeitsoptionen. Hätten Sie mit der Baloise eben jemand, der die größten Stückzahlen im Maklermarkt absetzt? Sie haben hier eine Auszeichnung vom IVFP, vom Professor Hauer, der eben auch gerade nochmal das Thema keine Angst vor Fehlentscheidung dezidiert mit dieser Schiebereglermöglichkeit adressiert. Und das Kinderprodukt wurde jüngst von dem Ratinghaus Ascor auch nochmal entsprechend ausgezeichnet. Ja, ich bedanke mich und übergebe dann wieder zurück an die Kollegen von Prima. Ja, vielen Dank, Stefan Münz, für den Vortrag, für die Einblicke in die Baloise. Und ich glaube, genau diese Kombination von den Prima Global Challenges als enkeltauglichem Fonds und dann eben in der Baloise, das ist doch was man, glaube ich, sehr, sehr gut einsetzen kann. Wir haben auch noch eine Frage reinbekommen, die würde ich einfach mal nochmal direkt an dich stellen, Stefan Münz. Was bedeutet genau mit vereinfachter Gesundheitsprüfung? Das war einmal genannt worden. Vielleicht noch einmal kurz darauf eingehen? Natürlich, klar. Also, die ist einfach so, wenn man eine Berufsunfähigkeitsversicherung zu einem späteren Zeitpunkt abschließt, desto größer sind ja die Risiken und gegenüber der, ich sag mal, den Gesundheitsfragen, die man ohne dieses Produkt abgeschlossen zu haben, wenn man die nebeneinander legen würde, ist es halt einfach so, dass der Frageumfang, was sowohl die Anzahl der Fragen als auch die Abfragezeiträume eben reduziert sind gegen einen normalen Berufsunfähigkeitsantrag. Mhm. Und bei uns ist es halt auch so im Vergleich zu einigen anderen Partnern, dass wir eben diese Gesundheitsfragen nicht am Vertragsbeginn stellen, weil das eben dann häufig halt auch Schwierigkeiten geben kann. Es gibt Wettbewerber am Markt, da müssen Sie halt die Sachen vorwegstellen. Wir machen das zu dem Zeitpunkt, wenn es dann wirklich für den Kunden relevant ist und in einem vereinfachten Rahmen. Ich hoffe, das hat die Frage ein bisschen beantwortet. Ja, ansonsten will ich nur darauf verweisen, wenn natürlich noch Fragen sind, können Sie jederzeit gerne im Nachgang sich einfach an den Stefan Münz wenden oder eben nochmal auf uns zukommen. Wir freuen uns auch direkte Fragen zum Prima Global Challenges oder auch zu unseren anderen Mandaten. Kommen Sie gerne auf uns zu. Hier kommt dann nochmal direkt die Frage, kann man diese Fragen aktuell einsehen? Stefan Münz, das wäre vielleicht nochmal, wo man die direkt sehen kann, finden kann, auf einem Portal oder wie auch immer. Ich kann die auch gerne nochmal grundsätzlich oder die Kollegen, die das jetzt interessiert, den kann ich diesen Fragenkatalog auch nochmal dezidiert zur Verfügung stellen. Das ist gar kein Thema. Gut, okay. Alles klar. Ja, dann sind wir soweit durch mit unserem Webinar. Wir haben jetzt auch schon kurz nach 12, sind ein bisschen in die Zeit gekommen, aber ich denke, das ist eine gute Kombination und glaube auch sehr viele Informationen, warum diese Kombination aus Versicherungslösungen um einen langfristig investierenden Aktienfonds, der die Nachhaltigkeitsthemen adressiert,
warum das eine vernünftige, gute Lösung ist. Wir haben hier gerade noch eine Mail bekommen, wo wir die Fragen hinschicken sollen. Das machen wir natürlich gerne. Wir kommen ja sowieso im Nachgang, erhalten Sie Aufzeichnungen von dieser Präsentation und eben auch die Slides im Einzelnen. Und da sind natürlich sämtliche Kontaktdaten, aber auch jetzt diese einen Fragebogen können wir vielleicht direkt mit der Nachfassmail auch versenden. Dann bedanke ich mich, Stefan Münz, und wünsche dann eine gute Zeit und bei allen Zuhörern auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dahin, Ihr Jan-Peter Schott. Auf Wiederhören.